Besser lernen lernen und vergessen vergessen. Dann kannst du mit deinem Wissen dissen. Lernen und Entwicklungsprozesse sind nicht auf Schule, Studium oder Aus- und Weiterbildung begrenzt. Lebenslanges Lernen ist eine Notwendigkeit geworden bei unserer heutigen Globalisierung, Digitalisierung und im demografischen Wandel. Die Entwicklungen und Veränderungen über alle Branchen hinweg werden immer schneller. Das bedeutet für jeden von uns, unabhängig von Führungskraft, Mitarbeiter oder im privaten Bereich, zu lernen, sich an das erworbene Wissen zu erinnern und wiedergeben zu können. Das reicht von Hard Skills bis Soft Skills, also formelles und informelles Lernen von Fähigkeiten im Beruf und im privaten Leben. Lernen und erinnern können wir jedoch nur, wenn wir einen bestimmten Bewusstseinszustand haben. In dem speziellen Bewusstseinszustand können wir erstens lernen und zweitens das Wissen abrufen. Darüber hinaus können wir diesen speziellen Bewusstseinszustand dafür nutzen, unser Unterbewusstsein darauf zu programmieren, dass wir beim Lernen und Erinnern automatisch in den optimalen Bewusstseinszustand kommen. Kurz, mit dieser Hypnose kannst du lernen lernen und vergessen vergessen, während du schon bald mit deinem Wissen wissen kannst. Diese Hypnose versetzt dich in diesen speziellen Bewusstseinszustand und gleichzeitig geben wir deinem Unbewussten den Auftrag, die Dinge schneller zu lernen und sich schneller an Wissen zu erinnern. So, dass Lernen und Wissen wiedergeben Freude bereitet. Du hast hier ein einzigartiges Geschenk mit dieser kostenlosen Hypnose. Dafür wünsche ich mir von dir einen Daumen nach oben auf YouTube oder Facebook. Ich bin Agent Martina, Martina Kütter, im Auftrag Ihrer Majestät dem Unbewussten. Ich arbeite als Special Agent für den internalen Nachrichtendienst, damit das vereinte innere Königreich zu einem wohlhabenden und sicheren Ort wird. Mein Auftrag? Mission in Trance. Für internales Krisenmanagement, Konfliktbewältigung bei körperlichen und geistigen Bedrohungspotenzialen sowie Sabotageabwehr. Meine Botschaft? Wachstum ist das Ergebnis neuer Überzeugungen. Mein Spezialgebiet ist das erfolgreiche Durchführen von Inceptions, also das Einpflanzen eines Gedanken in Hypnose und Extractions, das Löschen von belastenden Programmen mit EMDR, dem Coaching-Tool aus der Traumatherapie. Also lasst uns nun diese wundervolle Session beginnen und an deiner neuen Überzeugung arbeiten. Beachte bitte die Hinweise unter dem YouTube-Video. Hier erfährst du, wann du die Hypnose hören kannst, wann und wer sie nicht hören darf. Wenn du jetzt beginnst, es dir wirklich bequem zu machen, frage ich mich, ob du dich an den besonderen Zustand erinnern kannst. An diesen Zustand, in dem du dich jeden Tag befindest. Jeden Tag, kurz nachdem du morgens aufgewacht bist, aber doch noch am Schlafen. Oder kurz am Abend, bevor du einschläfst, aber für den Moment noch wach bist. Dieser besondere Zustand zwischen Wachbewusstsein und tiefem Schlaf. In dem Zustand, in dem Lernen und Erinnern ganz leicht sein kann. Und in dem du für dich ganz einfach neue Wege finden kannst. Während du beginnen kannst, dich mehr und mehr an
diesem Zustand zwischen Wachsein und Schlaf zu erinnern, kannst du beginnen, eine für dich angenehme Position zu finden, in der du es dir bequem machst. Und dann, wenn du die für dich beste Position gefunden hast, kannst du deine Augen schließen und dich überraschen lassen. Wie leicht du in dieser tiefen Entspannung sein kannst. Ich kann dir sagen, wie einfach es ist, es einfach geschehen zu lassen. Wie natürlich und normal es nach innen zu gehen ist und sich mehr und mehr zu entspannen. Du kannst deine ganz natürliche Fähigkeit nutzen, dich zu entspannen und mehr in diesen angenehmen Zustand zu versinken. In diesem angenehmen Zustand von Entspannung. In diesem angenehmen Zustand, den man auch als Hypnose bezeichnen könnte. Und während du meiner Stimme weiter folgst, kannst du es dir jetzt wirklich bequem machen. Du kannst meine Stimme hören, während du bemerkst, wie angenehm und komfortabel sich deine Augen geschlossen haben. In dieser ganz besonderen Art und Weise. Und du kannst dir bewusst werden, wie du jederzeit die Kontrolle behältst. Auch wenn du jetzt tiefer und tiefer nach innen gehst. Du weißt, du kannst deine Augen öffnen, wenn du es wolltest. Und das ist gut so. Weil ich noch gar nicht möchte, dass du schon jetzt in diesen tiefen Zustand von Hypnose gehst. Es kann viel besser für dich sein, wenn du entdeckst, wie viel einfacher es ist, es einfach geschehen zu lassen, in deinem Tempo, in deiner Zeit. Und in deiner eigenen Art und Weise tiefer und tiefer in diesen Zustand von Trance zu gehen. Und du kannst beginnen, dieses Gefühl von Entspannung sich ausbreiten zu lassen. Vielleicht beginnst du in deinem Gesicht. Und gleichzeitig spürst du die Entspannung in deinem Unterkiefer, in deiner Zunge, in deinen Schultern und Armen. Und ist es nicht so, dass sich die andere Hand bereits ganz anders anfühlt als die eine? Und während du das bemerkst, spürst du auf einer nie dagewesenen Weise, auf einer gewissen Ebene, wie tief du bereits nach innen gegangen bist. Meine Stimme trotzdem weiter hören kannst. Kannst du vielleicht noch Geräusche im Außen wahrnehmen? Geräusche, die du zuordnen kannst. Und gleichzeitig das, was du im Außen noch hörst, mehr und mehr aus deiner Wahrnehmung verschwinden kann, während du tiefer und tiefer nach innen gehst. Und ganz einfach auf
deine Gefühle achtest. Auf diese Gefühle von tiefer, tiefer Entspannung. Diese Veränderung ganz einfach geschehen kann. Du wunderst dich vielleicht, wie einfach es ist und welche Fähigkeiten du besitzt, um immer tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand von Hypnose abzutauchen. Wenn dein bewusster Verstand mehr und mehr beginnt loszulassen, kannst du deinem Körper gleichzeitig erlauben, sich zu entspannen. Wenn dein Geist sich entspannt, ohne dass du genau weißt, wie viel angenehmer und entspannter du dich fühlen kannst. Jetzt. Ich frage mich, ob du dich daran erinnern kannst, wie es ist, wenn du einschläfst. Ganz entspannt bist, jeder Muskel sich angenehm und weich anfühlt, der bewusste Verstand immer mehr und mehr abdriftet, nach innen geht, du vielleicht noch bestimmte Geräusche wahrnimmst, bestimmte innere Bilder, vielleicht bestimmte Gefühle wahrnimmst, die einfach da sein können, während du mehr und mehr entspannst, so dass das gesamte Außen mehr und mehr an Bedeutung verliert. Und das Innere im Fokus deiner Aufmerksamkeit steht. Du vielleicht in deiner Art deine innere Stimme wahrnimmst und gleichzeitig du bemerkst, wie mehr und mehr Ruhe und innerer Friede geschehen kann. Und das Unbewusste deines Verstandes kann all die Dinge, die wichtig sind, wahrnehmen. Und all die Dinge, die weniger wichtig sind, in der richtigen Art und Weise bearbeiten. Während dein bewusster Verstand immer mehr an dem Ort der inneren Ruhe ankommt. Und dieser bewusste Verstand in seiner ganz eigenen Art weiß, dass es nicht notwendig ist, Dinge zu hören oder alles auf dieser Ebene des bewussten Verstandes zu verstehen, was gesagt oder nicht gesagt wird. Jetzt, während du dich so gut entspannst. Hier. Und auf dieser ganz tiefen Ebene deines Unbewussten weißt du, wie viel einfacher es ist, dein Wissen herausfließen zu lassen, wenn du entspannt bist. Obwohl ich dich bitte, nicht zu schnell in diesen tiefen und angenehmen Zustand von Trance zu sinken. So kannst du vielleicht in deiner Art entdecken, wie einfach es ist, zu bemerken, wie sich kleine Dinge in deinem Leben verändern. Kleine Dinge. Vielleicht verändert sich dein Atem. Vielleicht verändert sich dein Puls. Während du diese Dinge wahrnehmen kannst,
du gleichzeitig bemerken, wie viel mehr Gefühl von Sicherheit und Entspannung du bekommst. Und gleichzeitig tiefer und tiefer nach innen gehst. Überlasse es deinem Unbewussten die Wahl, ob du zuerst deine Finger erst noch tiefer entspannen willst oder du ganz einfach mit deinen Füßen beginnen möchtest. Diese Entspannung tiefer geschehen zu lassen. Oder vielleicht entscheidet sich dein Unbewusstes in seiner ganz eigenen Art, dass es besser ist, deinen Bauch oder deine Brust als erstes beginnen zu lassen, sich tiefer zu entspannen. Gleichzeitig kann dein bewusster Verstand mit Neugier erleben, wo die Gefühle von noch tieferer Entspannung als erstes beginnen, während du all das auf deine Art geschehen lassen kannst, tiefer und tiefer gehst. Kannst du dich ganz leicht daran erinnern, wie es ist, wenn nie dagewesenen innerer Frieden in dir ausbreitet? Indem sich dein unbewusster Verstand weit öffnet. So, dass Veränderung für dich ganz leicht möglich ist. Und in diesem Vertrauen kann sich dein Unbewusstes allein deshalb ganz weit öffnen, weil du weißt, dass sich schnelles Lernen, intuitives Behalten und dauerhaftes Nutzen und Erinnern auf dieser tiefen Ebene deines Unbewussten zu entwickeln beginnen. Ganz automatisch. So wie du schreibst oder einen Spaziergang machst, kannst du beginnen, deine Fähigkeit zu vertrauen, schnell zu lernen, schnell zu behalten und dauerhaft zu erinnern. Ganz entspannt, voller Vertrauen in dich. Während du mit jedem Lernstoff, den du lernst, mit jeder Information, die du aufnimmst, schneller und schneller wirst. Doch das kann von ganz alleine passieren. Denn wichtig ist es für dich, nur zu entspannen und lernen, das Vergessen zu vergessen. Während du dich an all die Fähigkeiten erinnerst, die du schon lange besitzt, aber oft nicht genügend berücksichtigst, und vielleicht erinnerst du dich, während du das vergessen kannst, an ganz bestimmte Möglichkeiten, die dir helfen, dich zu entspannen und loszulassen. Während du lernst und gleichzeitig lernst, dich dauerhaft an das Gelernte zu erinnern. Vielleicht erinnerst du dich an die Möglichkeit, für bestimmte Dinge Begeisterung und Freude zu entwickeln. Wenn du jetzt an eine Situation denkst, eine Situation vor Augen hast, in der du wirklich Freude hattest, Freude beim Entdecken, Freude an Hobbys, Freude an Einklang und Ausgeglichenheit, Freude an Begeisterung am Arrangement, Freude am Lernen, Freude beim Entdecken, Freude,
das Gewusste wiederzugeben und die unglaubliche Freude, Antworten auf Fragen zu wissen. Freude durch Überwindung. Freude am Widerstand. Lass diese Überlegung eine kurze Zeit auf dich wirken. Jetzt. Während du bereits tief in dir merkst, wie du eine völlig neue Freude am Lernen und immer alle richtigen Antworten zur Verfügung zu haben, entdeckt hast. Und dabei ist es gar nicht wichtig, diese neue Art des Lernens sofort perfekt zu beherrschen. Denn während du wie von alleine schneller und schneller lernen lernst, wird dein Unbewusstes alle notwendigen Änderungen vornehmen, während du nur diese Freude und Begeisterung erlebst. Wenn du Neues lernst und noch schneller alle Antworten weißt, und wärst du überrascht, wenn ein Teil von dir sich an all deine Begabungen erinnert? Und vielleicht weiß man nicht mehr, welche Begabungen man hat und wie man sie entwickelte und pflegte. Welche waren es? Und vielleicht entsinnt sich ein Teil von dir an die Fähigkeit, wirklich gelassen zu sein. In bestimmten Situationen gelassen mit sich umgehen zu können. Man sich auf das zu konzentrieren, was da ist. Und vielleicht möchte ein anderer Teil von dir auch gar nicht darüber nachdenken, sondern einfach nur die Stille genießen oder die Gedanken kreisen lassen. Und immer, wenn man über alte Fähigkeiten spricht, denkt man vielleicht daran, wie es war, als man lesen und lernen gelernt hat. Und vielleicht denkt man daran, wie schwierig Lesen am Anfang war. Man war verwirrt, blickte nicht durch, war verunsichert. Man sah auf die Tafel oder im Heft nur Striche, Punkte und Kreise und wusste überhaupt nicht, was sie bedeuteten. Und wenn dann die Lehrerin erklärte, wie ein kleines N geschrieben wird, war es sehr schwer zu verstehen. Als kleiner Mensch musste man schon ein N, ein M und ein H unterscheiden können. Das war wirklich schwierig früher. Und trotzdem war es möglich, solche Sachen zu behalten. Ganz leicht zu behalten und zu benutzen. Ein N, M, H, M, M, N, E, N. Unmerklich lerntest du Dinge und hattest vergessen, dass du sie gelernt hattest, weil du sie automatisch benutzt. Wahrscheinlich hattest du eine große Freude an den Variationsmöglichkeiten der Buchstaben. Vielleicht weißt du noch, als du noch nicht wusstest, wie man ein O und Ö schreibt. Ein O als ein Kreis und ein Ö als ein Kreis mit zwei Punkten. Und immer wenn du die Punkte beim Ö vergessen hattest, war es falsch. Und es dauerte eine Zeit, bis du die Fähigkeit hattest,
an Punkte zu denken. Und von ganz alleine wusste man immer besser, wie das A, B, C geht. Und nach einiger Zeit konnte man die Buchstaben automatisch lesen und sich mehr und mehr auf die Laute und Worte konzentrieren. Und du wusstest von alleine, dass in dem Wort Wort das O automatisch ohne Punkte geschrieben wird. Und du wusstest, dass das Wort Wörter mit zwei Punkten geschrieben wird. Nach und nach konnte man sich mehr und mehr auf Sätze konzentrieren. Und Lesen wurde so leicht. Man fing an, wirklich an zu lesen. Lesen zu können. Und man erwarb nach und nach die Fähigkeit, schneller lesen zu können. Das Lesen erschloss einem eine neue, eigene Welt. Voller Freude. Stolz. Du konntest selbstständig Geschichten lesen und warst nicht mehr auf die Hilfe anderer angewiesen. Und es war ganz egal, ob du das eine oder andere Wort nicht erkannt hast, weil du alles verstanden hast, auf dieser Ebene deines Unbewussten. Wenn man das Vergessene vergisst, kann man sich vielleicht wirklich an das erinnern, was man kann. Man kann es nutzen, wenn man es braucht, ohne zu wissen, wann man es braucht. Der Mensch vergisst oft, dass er mehr weiß und kann, als er denkt. Und es macht Spaß, Neues zu lernen. Und sich überraschen lassen, wie schnell du Lernstoff gelernt haben wirst. Denn aus dem Lernstoff, den du liest, kann automatisches Lernen werden. Aus dem automatischen Lernen kannst du zugreifbares Wissen machen, die dein Unbewusstes ganz leicht aufnehmen kann. Während du beim Lernen immer mehr und mehr entspannst. Und erlebe jetzt dieses Gefühl von Klarheit und Sicherheit, während du jetzt lernst. So wie ein Pianist, der so meisterhaft spielt, weil er seine Fähigkeiten vertraut und jeden Fehler des bewussten Verstandes führt zu unbewusstem Lernen. In dieser Entspannung und dem Wissen, alle relevanten Informationen aufzunehmen, die wichtig sind. Und während dein Unbewusstes all deine Überzeugungen und Einstellungen beginnt neu zu organisieren, in einer Art, die schnelles Lernen, Lernen und Merken für dich leichter und leichter macht. Fragst du dich vor jedem Lernen ganz intuitiv, was dein Ziel ist, weil du weißt, dass du aus jedem Lernstoff oder Fachbereich nur bestimmte Informationen brauchst. Und wärst du erstaunt, wenn du bemerkst, wie du deine Lerngeschwindigkeit und dein Gedächtnis von alleine anpassen kannst. Du dein Merktempo veränderst.
wenn es sich um komplexe Informationen handelt, kannst du vielleicht Wort für Wort lesen und lernen, so wie du damals. Kannst du jederzeit deine neue Lerngeschwindigkeit und Gedächtnis nutzen und Informationen auf diese unbewusste, ganz intuitive Art aufnehmen oder dich einfach überraschen lassen. Wann dein Unbewusstes dir deine geniale Lerngeschwindigkeit und Gedächtnisspeicher zur Verfügung stellt. Und so, wie du als Kind gelernt hast zu lesen, erste Buchstabe für Buchstabe und dann gelernt hast, Wort für Wort zu lesen, kannst du jetzt beginnen, dein Lerntempo zu steigern. Wie von alleine kann sich dein Gedächtnisspeicher verändern. Du nimmst nicht nur das Detailwissen wahr, sondern du nimmst ganze Wissenszusammenhänge wahr. Vielleicht nicht immer auf der Ebene deines bewussten Verstandes. Aber ich weiß und du weißt und der andere Teil von dir weiß, dass du alles verstehst auf der Ebene deines Unbewussten. Und du wirst alles, was du aus diesem bewussten und unbewussten Wissen zur Beantwortung von Fragen benötigst, wie von alleine wiedergeben. Umso schneller du lernst, die Dinge dir merkst und diese nutzt, umso mehr kannst du verstehen, mit Spaß und Freude, ganz entspannt und voller Konzentration. Leicht und doch schnell und schnell und doch leicht zu lernen. Und während du lernst, dir die Dinge merkst und diese nutzt, kannst du all die Informationen aufnehmen, die du brauchst, wie von allein, entspannt und automatisch. Und dein Gedächtnisspeicher kann sich mehr und mehr erweitern. Und dein Erinnerungsvermögen wird wie von allein unbewusst auf dein bewusstes und unbewusstes Wissen zugreifen. Frage für Frage. Und alle Antworten sich genau in der richtigen Art und Weise darbringen. Und wärst du sehr überrascht, wenn all die Informationen in deinem bewussten Verstand genau dann auftauchen, wenn du sie brauchst? Und dabei ist es gar nicht wichtig, perfekt zu sein, sondern sich über die Dinge zu freuen, während du auf einmal bemerkst, wie sehr du dir vertrauen kannst. Und umso mehr du beginnst, dir zu vertrauen, umso leichter und umso schneller lernst du aus Texten, Lernstoff, Büchern. Kann es dir schneller und schneller merken und für dich nutzen. Und wie der Pianist ganz unbewusst meisterhaft spielen. So kannst auch du ganz unbewusst meisterhaft lernen, dir die Dinge merken und diese nutzen. Jetzt. Stell dir einen Augenblick vor, wie es ist, wenn du schnell lernen, noch schneller dir die Dinge merken kannst und dies für dich nutzen kannst. Stell dir vor, wie du dich
vorbereitest, Lernstoff zu lesen, zu lernen und zu hören und Informationen aus diesem Lernstoff wirklich schnell aufzunehmen und dir merken kannst. Sieh, wie du den Lernstoff in den Händen hältst und du dir einen Überblick verschaffst, dich entspannst, ohne wirklich darüber nachdenken zu müssen. Immer dann, wenn du ein Buch, Arbeitsbuch oder Lernstoff in den Händen hältst oder Fragen beantwortest, wirst du dich ab jetzt in einer ganz neuen Art der tiefen Entspannung befinden. In dieser Entspannung, in der du all deine Ressourcen zur Verfügung hast. In dieser Entspannung, in der du dir all deine Fähigkeiten vollständig bewusst bist. Und dann kannst du beginnen mit all den verschiedenen Arten des Lernens, des Lesens, des Merkens, die du kennst, zu lernen. Deine Augen, dein bewusster und unbewusster Verstand gleiten über die Buchstaben, Worte und Seiten in dieser Art, die für dich und dein Ziel genau die richtige ist, und in dem vollen Vertrauen, dass du dich an all das erinnern kannst, was für die Beantwortung aller Fragen wichtig ist. All die Informationen, die du durch die unterschiedliche Art und Weise aufnimmst, wird in deinem Gehirn so verarbeitet und integriert, wie es für dich genau richtig ist. Und ist es nicht gut zu wissen, dass du die Arbeit schon getan hast? Und sich all die Veränderungen, die notwendig sind, von ganz alleine einstellen? Auf der Ebene deines Unbewussten? Jetzt? Und du kannst jetzt dieses Geschehen sich entwickeln lassen. Und du weißt, dass auch wenn deine Trance beendet wird, diese Umstrukturierung und Transformationsprozesse sich weiter abspielen in deinem Inneren. Und dass du von jetzt ab, auch wenn du es dir nicht immer bewusst machst, auch wenn es nicht immer bewusst in deinem Geist präsent ist, dass jetzt deine Hirnareale auf eine neue Weise miteinander vernetzt und verwoben werden. Und dass du jetzt neue geistige Leistungen erbringen kannst. Und dass sich jetzt auch alle bekannte und unbekannte Sinneskanäle, dein drittes Auge, immer weiter öffnen wird. Und dass du neue Einsichten gewinnen kannst. Und du kannst jetzt auf eine zusätzliche neue Art Informationen gewinnen, die dir zu jeder Zeit voller Nutzen sein werden, die dir weiterhelfen können, die in der Lage sind, alle Zentren deines Gehirns, und in dem menschlichen Gehirn gibt es viele Regionen, die schlafen, die nicht genutzt werden,
die durch Sperren gegeneinander abgeschottet sind. Und diese jetzt geöffneten, bekannte und unbekannte Sinneskanäle löst nun alle diese Sperren auf und vernetzt nun die Areale des Gehirns miteinander, die bislang noch voneinander getrennt waren. Und gleichzeitig strömt nun diese Energie in deinen Kopf. Dort findet eine große Verwandlung statt. Energien fließen durch geöffnete Sinneskanäle. Und in dem Maße, wie dies geschieht, werden die Hirnareale und Hirnteile auf eine neue Weise miteinander verknüpft und miteinander vernetzt. Und dies erlaubt neue geistige Leistungen. Auch neue Leistungen auf dem Gebiet der Vitalität und des Willens und Unbeirrten, die ungewöhnlich sind. Und es entsteht nun ein Quantensprung an Leistungsfähigkeit in deinem Gehirn. Und du kannst jetzt dieses Geschehen sich entwickeln lassen, mit beruhigter und freudiger Gewissheit, mit überzeugter Leichtigkeit und nicht gekanntem Vertrauen. Und du weißt, dass auch wenn deine Trance beendet wird, diese Umstrukturierungs- und Transformationsprozesse sich weiter abspielen in deinem Inneren und dass du von jetzt ab, auch wenn du es dir nicht immer bewusst machst, auch wenn es nicht immer bewusst in deinem Geist präsent ist, dass jetzt deine Hirnareale auf einer neuen Weise miteinander vernetzt und verwoben werden. Und dass du jetzt neue geistige Leistungen erbringen kannst. Und jetzt kannst du bald von dieser Reise zurückkommen, auf der du gelernt hast, wie es ist, zu lernen und auf der du vergessen hast, wie es ist zu vergessen und wie viel Freude es ist, immer alle richtigen Antworten zu geben. Aber versprich dir erst dann, ins Hier und Jetzt zurückzukommen, wenn dein bewusster Verstand wirklich weiß, dass unbewusst die Prozesse, die erforderlich sind, begonnen haben. Und mit diesem Wissen in dir, mit dem Wissen, wie viele Dinge du gelernt hast, die du ab jetzt umsetzen kannst. Vielleicht möchtest du jetzt wieder in deinen Tagesablauf zurückkehren. Und ich frage mich, wann du beginnen kannst, deine Aufmerksamkeit ins Außen zu richten. Vielleicht kannst du jetzt beginnen, für einen Moment auf deine Atmung zu achten. Und zu bemerken, wie sich deine Atmung wieder verändert, so dass du auf einer Ebene deines bewussten Verstandes wahrnehmen kannst, wie sich der Atem so verändert, dass du mehr ins Hier und Jetzt zurückkommst. Wenn die Atmung dafür sorgt, dass du mehr und mehr in diesem Wachbewusstsein im Hier und Jetzt zurückkommst. Vielleicht kannst du bestimmte Geräusche im Außen wahrnehmen.
Vielleicht kannst du meine Stimme schon jetzt in einer neuen Art und Weise hören, die dich wacher und wacher macht. Aber versprich dir erst dann, jetzt hier und jetzt zurückzukommen, wenn dein bewusster Verstand wirklich weiß, dass unbewusst die Prozesse, die erforderlich sind, um deine gewünschte Veränderung zu erzielen, begonnen haben. Und ich zähle jetzt von 1 bis 5. Bei 5 öffnest du deine Augen mit einem für dich wunderbaren Gefühl, dem Gefühl der absoluten Gewissheit und dem unerschütterlichen Vertrauen, dass die hypnotische Arbeit mit mir dauerhaft verankert wurde und lebenslang in deinem Unterbewusstsein verankert ist. Alle Entspannung verlässt langsam deinen Körper. 1. Spür, wie sich dein ganzer Körper mit Energie zu füllen beginnt. Dein Puls und dein Blutdruck kommen auf für dich ganz normale Werte. 2. Nimm einen tiefen Atemzug. Voller Gewissheit und Erleichterung, mit vollem Bewusstsein, dass deine gewünschte Veränderung aktiv ist und wirkt, ob du darüber nachdenkst oder nicht. 3. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug voller kalter, frischer Luft und spür, wie sich jeder Muskel, jede Zelle und jede Faser deines Körpers mit Sauerstoff zu füllen beginnt. 4. Stell dir vor, wie jede Zelle in deinem Körper zu lächeln beginnt, wenn sie von frischem Sauerstoff durchflutet und erfüllt wird. 5. Augen auf und welcome back to the world.